Castingfieber im Sumpf. Wer wird Jupiters neue Ehefrau? Alles nur Betrug. Gekürt wird nicht das schönste, sondern das hässlichste Geschöpf, die Froschnymphe Platee. An ihrer Vorfreude belustigen sich die Götter und auch an ihrer Schande, als der Jux schließlich auffliegt. Platee, die über 200 Jahre alte Barockoper von Jean-Philippe Rameau, hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Täuschung, Betrug und Manipulation gab es zur Uraufführungszeit des Werkes am französischen Königshof und gibt es heute. Germany's Next Top Model, Austria's Next Top Model oder der Supertalent oder alle diese Castingshow, die suchen sich immer ein paar Kandidaten, die viele Träume haben, die aus bescheidenen Verhältnissen kommen und die werden manipuliert. Man verspricht ihnen eine große Karriere, ein großes Star, viel Applaus und so weiter und am Ende stehen die mit leeren Händen, genau wie Platee. Die Geschichte von der Sumpfnymphe, die davon träumt, in die Götterwelt aufzusteigen, animierte das Premierenpublikum zu eigenen Interpretationen und Vergleichen mit der Gegenwart. Ich glaube, dieser Rameau, oder ich glaube, es ist noch älter, ja, zeigt eben nicht, dass es uns Menschen immer ein bisschen darum geht, sich lustig zu machen auf Kosten anderer, auch wenn es grausam sein mag. Es zeigt doch, dass es irgendwie aktuell ist. Dass Liebe, Erotik, Äußerlichkeiten einfach in unserer Welt eine ganz große Rolle spielen, genauso wie in diesem alten Stück. Sicher ist es eine Belustigung. Ich glaube, die Leute spüren sich selber nicht so genau und wollen deshalb dann die anderen sehen, was die anderen so machen. Um nicht über sich selbst nachdenken zu müssen. Wenn du dich aufs Äußere verlässt und da versuchst, sozusagen dein Glück zu finden, dann kriegst du Unglück, sagt das Stück. Die Lebensträume anderer als Belustigung für die Massen. Platee will hoch hinaus und fällt dabei tief.